Verhandlung wegen Mord. Am Dienstag begann die Hauptverhandlung gegen einen 53-jährigen Angeklagten aus Aachen, dem die Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung und Mord zur Verdeckung einer Straftat vorwirft. Er soll in den Abendstunden des 2.6.2011 nach einem Streit seine Mutter bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Aus Angst vor einer Strafe soll der Angeklagte das Opfer zu einem Nebenarm der Elbe transportiert und dort ertränkt haben. Um einen Suizid vorzutäuschen, habe er in der Nähe des Tatortes das Fahrrad seiner Mutter an einem Baum abgestellt. Weitere drei Hauptverhandlungstage sind angesetzt.